Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Nachruf Jens Pfretschner, AVD Sachsenrallye am vorletzten Maiwochenende und Sommeropening bei der Wewobau. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Es ist wieder Tag aktuell Zeit bei TV Westsachsen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und damit zum ersten Beitrag. Lass die Sonne nicht über mir untergehen. Oder wie im Originalsong von Elton John und George Michael, Don't let the sun go down on me. Dieses Duett war einem Entertainer wie Jens Pfretschner auf den Leib geschnitten. Vergangene Woche ist Jens Pfretschner im Alter von nur 57 Jahren verstorben. Unser Team von Television Westsachsen hatte seine Projekte seit dem Jahr 2004 begleitet. 2004 hatte ihn Veranstalter Kraus Event gleich für zwei seiner noch heute bestehenden Projektreihen zusammen mit Generalmusikdirektor Stefan Fraß mit ins Boot geholt. Fretsche, wie wir ihn immer genannt haben, war zusammen mit Generalmusikdirektor Stefan Fraß und Regisseur Rainer Wenke einer der entscheidenden Geburtshelfer von Classics unter Stern und der Filmharmonik Night im Jahr 2004. Im Jahr 2011 organisierte er als damaliger Geschäftsführer der Vogtland Kultur GmbH zusammen mit der Zwickauer Agentur ein Comeback seines Klassikers Philharmonic Rock an der Göllstallbrücke. Diese Konzertreihe, heute unter dem Namen Rock Classics besser bekannt, wird zu Pfingsten in seine 10. Auflage gehen. Über ein Jahrzehnt lang prägte Jens Pfretschner mit seiner charismatischen Stimme hunderte Konzerte und brillierte mit außergewöhnlichen Orchester-Band-Arrangements. In diesen Konzerten wird immer ein Teil von ihm weiterleben. Lieber Jens, Ruhe in Frieden und vielen Dank für alles. Dein gesamtes Team von Television Westsachsen und Kraus Event. Am 20. und 21. Mai führt die AVD Sachsenrallye als nationale A-Veranstaltung mit 125 Wertungsprüfungskilometern durch Zwickau, das Zwickauer Land und das Vogtland. Wie das Rallye-Wochenende inklusive Rahmenprogramm im Detail aussieht, das erfahren Sie im Anschluss von Rennleiter Michael Görlich. Wir haben insgesamt ein Fahrerfeld von 63 Teilnehmern, die unterschiedlich die Wertungsprüfung befahren. Am 20. bieten wir in diesem Bereich an, oder im Zwickauer Land an, die Wertungsprüfung Hirschfeld und die Wertungsprüfung Glückaufbrücke. Sie werden insgesamt von 44 Teilnehmern am Freitag zweimal befahren. Am Grundkurs Glückaufbrücke sind neben den Teilnehmern natürlich auch wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm mit alten historischen Autos und auch mit neueren Autos und zusätzlich einem Winston Cup Auto, was sonst in der amerikanischen Serie fährt. Am Samstag werden am Morgen die 36 Teilnehmer der nationalen A-Rallye die Wertungsprüfung Stangengrün und Fraureuth, die Wertungsprüfung Stangengrün zweimal und die Wertungsprüfung Fraureuth einmal in den Bereich oder unter die Räder nehmen. Am Mittag steigen dann weitere 24 Teams ein, sodass wir insgesamt am Nachmittag 60 Teams haben, die in Richtung über Fraureuth in Richtung Plauen fahren werden und dort dann die Wertungsprüfungen Rosenbach und Pöhl fahren werden und das zweimal. Zwischen den beiden Plauener Prüfungen gibt es noch einen Service und einen Reifenwechsel und eine Tankzaune im Plauenpark, an dem natürlich auch viel Action sein wird. Wir haben in diesem Jahr uns bemüht, neben dem Prädikaten zur ADMV Rallye-Meisterschaft und zum Volvo Eurocup, das sind die schwedischen Autos, und neben der AVD Rallye-Meisterschaft zusätzlich den DMSB Rallye-Cup zu gewinnen. Der wird dann auch bei uns am Samstag ausgetragen. Also es ist eine Fülle von Meisterschaften und Prädikaten,
die natürlich ein DRM-Prädikat nicht ersetzen können, aber zumindest für die Region Zwickau und für die regionalen Teilnehmer interessant ist. Das ganze Wochenende wird eingeleitet durch eine Autogrammstunde am Donnerstag, die im Bereich 18, 19 Uhr bei der Firma Autoland stattfinden wird, wo neben dem Startnummer 1, dem Ruben Zeltner mit seinem Fahrzeug, auch der Mirko Tautenhahn mit seinem Fahrzeug, der Mirko Tautenhahn hat die Startnummer 10, antreten wird. Und es wird auch Philipp Geipel vor Ort sein, lässt es sich natürlich als regionaler Führender in der deutschen Rallye-Meisterschaft nicht nehmen, auch selbst den Fünffederhalter zu schwingen und hier fleißig Autogramme zu schreiben. Wir bieten natürlich wie all die Jahre unsere Programmhefte an, in denen natürlich alle Wertungsprüfungen enthalten sind und auch die entsprechenden Zuschauerpunkte, die Anfahrten und auch die Parkplätze. Kinder sind neugierig, möchten Neues entdecken und müssen ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen. Da sind sie doch mit ihren Eltern bei der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft bestens aufgehoben. Vielleicht erinnern Sie sich, im letzten Jahr wurde ein richtig schöner Abenteuerspielplatz im Rotdornweg eingeweiht. Wie man erfahren konnte, wurde und wird der seit der Übergabe an die Kids im Wohngebiet regelmäßig genutzt. Um nun nach Corona für die Jüngsten zum Start in den Sommer ein Zeichen zu setzen, wurde am vergangenen Freitag ein kleines Fest gefeiert. Genau, vor 2 Wochen hatten wir ja unseren Balkonpflanzen verkauft. Das war ja primär für unsere Erwachsenenmitglieder. Da kamen unsere Kinder ein bisschen zu kurz und die quasi auch ein bisschen profitieren vom Start in den Frühling, haben wir uns gedacht, machen wir eine kleine Spielplatzaktion, quasi wie ein kleines Saisonopening mit kleinen Aktionen, dass die Kinder quasi auch den Start in den Frühling genießen können mit uns. Für beste Unterhaltung sorgte wieder Entertainer Ingo Peusche. Dann gab es auch noch eine besondere Attraktion. Es wurden Insektenhotels und Nistkästen für Vögel aufgestellt, welche die Kinder dann bemalen durften. Organisiert wurde die Aktion durch die Firma Dicke und Kupsch. Eifrig waren die Kids bei der Sache und legten mit Hand an. Nach dem Motto, wer arbeitet, der soll auch essen, gab es dann Leckereien vom Grill. Hier mit dabei Rico Reuter und Familie. Immer wenn es bei der WEWO-Bau was zu feiern gibt, ist der Familienbetrieb mit vor Ort. Dann hat dieses kleine Saisonopening wieder einmal gezeigt, was Wohnen in Genossenschaften bedeutet. Irgendwie wie in einer großen Familie. Werbung. Lust auf Veränderung in den eigenen 4 Wänden mit einer ganz neuen Fensterdekoration? Dann sind Sie im Gardinenfachgeschäft Seifert in Zwickau-Oberhohndorf genau richtig. Mit 25 Jahren Fachkompetenz sind wir Ihr Ansprechpartner. Ob Maßanfertigung für jedes Fenster, hauseigener Nähservice, kostenfreies Aufmaß vor Ort, Deko-Ideen für jeden Einrichtungsstil und Montageservice. All das bieten wir. Bei uns erhältlich auch der Gardinenlift. Ermöglicht Gardinen auf- und abhängen ganz ohne Leiter und fremde Hilfe. Möchten Sie Ihre Fenster ins rechte Licht rücken? Mit einer Lichtschlittenmontage ist auch das möglich. Außerdem halten wir den passenden Sonnenschutz für Sie vor. Gardinenfachgeschäft Seifert in Zwickau-Oberhohndorf. Direkt neben Sannhaus Mädler. Parkplätze gibt's direkt vor der Tür. Wir sind die ambulante Physiotherapie in Zwickau. Wir befinden uns im Medikum Ossietzky-Straße und wir suchen 2 neue Kollegen, die unser Team verstärken. Also, Fakt ist, bist du Physiotherapeut? Wir freuen uns auf dich. Komm vorbei. Fakt ist auch, unser Lohn ist für unsere Region absolut überdurchschnittlich. Bewirb dich, ruf an, melde dich. Herzlich willkommen bei der GFU MBH Zwickau, dem zertifizierten Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung. Wir analysieren Ihr Objekt und erstellen hochwertige Verkehrswertgutachten für alle Arten von bebauten und unbebauten Grundstücken. Wir prüfen Ihr Objekt auf Herz und Nieren, egal ob Ein- oder Mehrfamilienhaus, Geschäftshaus oder gewerbliche Immobilie.
Mit unserer Expertise helfen wir bei Verkaufsobjekten, Erbschaftsangelegenheiten, Scheidungen oder auch Vermögensauseinandersetzungen. Gerne verschaffen wir uns einen ersten Eindruck Ihrer Immobilie. Vereinbaren Sie einen kostenlosen Besichtigungstermin. Bei TV Westsachsen, Laufwerk Zwickau. Von Hand für den Fuß. Die Gesundheitshandwerker kümmern sich um ihre Fußgesundheit. Laufwerk aktuell, jetzt bei uns im Programm. Ging das zu schnell? Mit Turbospeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Auch im Kombipaket mit Festnetz und HDTV. Jetzt zum Testsieger wechseln und 6 Monate gratis sichern. Auf pure.com. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopedics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der 3. Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Heute wird bei Kriti mal nicht gebacken, sondern gerührt. Viele Backwaren werden erst durch diese Zutat so richtig lecker. Butterwaffeln zum Beispiel. Sie erinnern sich. Kriti zeigt Ihnen, wie man selbst eine Schokoladensoße herstellt. Aber aufgepasst, was schön und lecker ist, das ist auch oft gefährlich. Sommer, Sonne, Schokosoße. Ich bin wieder hier und ich habe ja versprochen, wir machen eine Schokosoße. Entweder so fürs Eis oder für unsere Waffeln, wie vom letzten Mal. Und es geht auch schon los. Ich hoffe, ich reiße mich jetzt ein wenig zusammen. Grilli, nimm dich zusammen. Und zwar, was wir brauchen, sind 200 ml Schlagsahne, 100 ml Milch, 100 Gramm Vollmilchkuvertüre, 50 Gramm Zartbitterkuvertüre und 100 Gramm feine Butter. Gleich im ganzen Stück. Was wir noch brauchen, ist 300 Gramm braunen Zucker und 50 Milliliter solchen hellen Sirup. Den gibt es zu kaufen, Vanillesirup, den müssen Sie nicht erst selber noch herstellen. So, eine Pfanne. Und bitte beachten Sie heute, es ist wirklich relativ gefährlich mit Zucker. Wenn man Zucker karamellisiert, es ist eine Schokokaramellsoße, dann muss man echt aufpassen, das wird heiß und Zucker ist ganz gemein. Der bremst sich so ein und die Brandblasen, die tun richtig weh und die verheilen auch ganz, ganz schlecht. So, wir starten mit unserem Fond, mit unserer Schokolade. Wir geben die Sahne, die Milch, die Butter. Na, so. In unserem Topf. Und lösen das alles auf im Wasserbad. Das dauert mal gut eine Viertelstunde. Also das heißt eine Schüssel, schön mit heißem Wasser. Und dann setzen wir den Topf richtig schön ein. Nicht blank auf den Herd stellen, wirklich, das geht schief. Und ich habe das schon mal vorbereitet. Wir haben es hier. Hier ist es, so sieht es dann aus, wenn es aufgelöst ist. Und jetzt starten wir mit unserem Zucker. Den müssen wir karamellisieren, auflösen. Und da brauchen wir eine schöne heiße Pfanne und wir geben rein
und so. Sirup und unseren Zucker. Ich mache nicht alles mit einem Mal und Sie sehen, es fängt schon am Rand an, wirklich richtig zu schmelzen. Und so gebe ich den zweiten Teil mit rein. Wenn man alles mit einem Mal reingibt, klumpt das manchmal und das wollen wir nicht. Viele haben so eine Kasserole, so eine Kupferkasserole zu Hause, manche nicht. Nehmen Sie wirklich einen schönen beschichteten Topf, der die Hitze gut auch weiterleitet, weitergibt. Ja. Ich sage Ihnen, das zu damals zur Prüfung, das ist immer noch so, das bleibt so. Ich hatte jetzt einen Lehrling gehabt und die musste auch Zucker kochen. Das ist echt gemein. Also wenn man sich da verbrennt, ist es schwer, kristallisiert schnell aus, hat man über 150 Grad. Also das ist echt ganz, ganz gefährlich dort, wenn man Zuckerschaustück machen will. Aber das wollen wir ja nicht, bei uns ist es nicht ganz so. Gefährlich, ich mache jetzt mal ein bisschen heißer, sodass das richtig schön fast schon wenig brutzelt. Verlassen Sie auch nicht den Topf, wie gesagt. Sie sehen schon am Rand, wenn das so gläserig wird und das fängt immer an, das wird immer glänzischer. Immer, ja, das glitzert richtig schon fast. Der Zucker löst sich schon. Und schon ist es auch fast gut. Mal ganz kurz. Dann tauschen wir einfach nämlich die Töpfe. Und ich zeige Ihnen, ja, das ist eine ganz schöne Flamme. Passiert im Grunde genommen hier nicht. Sie können das natürlich ganz normal auf dem Herd zu Hause machen. Und jetzt schütten wir den Zucker in unsere aufgelöste Schokomilch-Sahnemasse. So. Und geben das wieder auf den Herd und rühren das und lassen jetzt richtig schön die Schokomasse aufkochen, bis der letzte Zucker sich aufgelöst hat und es ein bisschen dicker wird. Und bitte nicht den Herd verlassen, auch nicht mal für 1 bis 2 Sekunden, wenn man denkt, ach Mist, dann schalten Sie es lieber aus, das wird sonst nichts, das brennt an und Sie ärgern sich um die ganzen schönen Zutaten, das wird einfach, das geht traurig aus. Jetzt lassen wir das schön aufkochen. Daheim hat man vielleicht auch ein bisschen sichereres, ja, Arbeiten der Fläche vielleicht nicht, aber einen schönen Herd, der ein bisschen stabiler ist. Aber hier so kann man sie immer gut hin und her räumen. Jetzt geht es auch schon los. Und so lassen wir das 3, 4, 5 Minuten schön köcheln. So, und jetzt kocht es richtig schön, hat es richtig aufgekocht. Jetzt schalten wir unseren Herd aus. Nehmen es ab zur Seite. Am besten wirklich, Sie brauchen es auch nicht in ein kaltes Wasserbad stellen und abschrecken oder so. Wir lassen es jetzt wirklich einfach schön auskühlen. Es fluppert noch ein bisschen. Greifen Sie nicht dran. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr heiß. Und ich hatte es ja schon das letzte Mal gehabt. Unsere Schokosoße, die ist einfach nur ein Traum. Wie jetzt gerade, wenn man eine schöne Quark-Sahnetorte macht oder Vanilleeis. Einfach ein bisschen von dieser Schoko-Karamell-Soße. Ich zeige Ihnen nochmal, wie schön die ist. Die ist total zäh, die hält sich gut. Die kann man in den Kühlschrank stellen, aber achten Sie drauf, wenn man die in den Kühlschrank stellt, muss man sie dann wieder ein bisschen im Wasserbad erwärmen, weil die wird fest. Es ist ja Kuvertüre drin und am Ende wird es wie eine Kanasch. Und wie gesagt, einfach ein bisschen in ein Wasserbad und dann wird die wieder flüssig. Aber die hält recht lange. Also Sie können sie gut 2 Wochen aufheben. Und Sie sehen, das ist schon, ich weiß, manche von einfach nur, die gehen nie zu McDonald's, aber wegen dem Eis mit dieser Schokosoße gehen die zu McDonald's. Also Sie können jetzt die Schokoladensoße selber machen und
ist wirklich deinen Aufwand wert. Können Sie mal probieren. Und vorsichtig mit dem Zucker. Das nächste Mal gibt es was ganz anderes da. Wir machen ein reines Roggenbrot. Freut viele. Ja, da ist mein Bruder wieder mit am Start. Gerdi, hör gut zu, du bist wieder mit hier. Und dann sehen wir uns. Bis bald. Bleiben Sie gesund. Ich hoffe, wir alle auch. Bis zum nächsten Mal. Mit Backen mit Gritti. Ciao. Am 16. Dezember 2021 wurde der Neubau der Straßenmeisterei Werdau, Ortsteil Langenhessen, in der Ulmenstraße 4 in Betrieb genommen. Da aufgrund der damaligen Corona-Schutzmaßnahmen nur eine begrenzte Anzahl Personen dabei sein konnte, versprach Landrat Christoph Scheurer für das Frühjahr einen Tag der offenen Tür. Nun ist es soweit. Am 20. Mai sind von 14 bis 18 Uhr nicht nur geladene Gäste, sondern alle Interessierten zum Beschauen der neuen Straßenmeisterei herzlich willkommen. Comedia Konzept, Ihr Partner für regionale Werbung, wünscht gute Unterhaltung. Das war nix. Der VfB Auerbach hat am vergangenen Sonntag völlig verdient mit 0:3 bei Tennis Borussia Berlin verloren. Ein schwacher Auftritt, der nochmals alle Probleme der Saison offenbarte, beendete die Regionalliga-Saison 21/22. Aber gut, der Blick richtet sich mit voller Kraft auf die kommende Oberliga-Saison. Der VfC Plauen hat das Auswärtsspiel am vergangenen Samstag gegen Fahner Höhe verdient verloren. Eine gute erste und eine schlechte zweite Halbzeit waren der ausschlaggebende Punkt für die Niederlage. Tore seitens der Plauner schossen Popovic und Nüber. Das nächste Spiel ist am kommenden Samstag zu Hause gegen Neugersdorf. Mit 543 Besuchern gab es, wie erwartet, eine ausverkaufte Halle im Hott Sportzentrum. Mit viel Einsatz, Teamgeist und Disziplin in jeder Phase der beiden Partien zieht das Hohensteiner Futsal-Team ins Finale der Futsal-Bundesliga ein. Nach dem 4:2 Auswärtssieg vor einer Woche, auswärts in Weil im Dorf und einer 3:1 Führung nach 28 Minuten im Rückspiel am vergangenen Samstag, wurde es noch einmal eng. Die 3:4 Niederlage reicht am Ende trotzdem für das Finale am 29. Mai. Anstoß ist 15 Uhr beim Stuttgarter FC in der Scharena in Stuttgart. Werbung. Elli Spirelli, das heißt frisch gekochte, abwechslungsreiche und ausgewogene Menüs für Kindergärten, Schulen sowie Betriebe und private Haushalte. Mmh, und es schmeckt! Durchdachte moderne Logistik, Produkte regionaler Erzeuger, maßgeschneiderte Ernährungskonzepte nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Einfache Bestellung per Telefon, Internet oder Mobilfunk-App. Seit mehr als 20 Jahren Elli Spirelli. Frisch gekocht, gesund und lecker. Das Covid-Schnelltestzentrum Zwickau in den Räumlichkeiten der Physiotherapie im Johannisbad. Geschultes und zertifiziertes Personal begleitet Sie sicher in nur 15 Minuten zu Ihrem Testergebnis. Durchgeführt werden können den RKI-Richtlinien entsprechende Antigen-Schnelltests, aber auch PCR-Tests. Und das auch ohne vorherige Terminvereinbarung. Covid-Schnelltestzentrum im Zwickauer Johannisbad, Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr und an beiden Wochenendtagen jeweils von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Wow, da flattern mir die Ohren. Konfiguriere deine Traumwohnung und bestimme deine Miete selbst. Egal ob Küche, Dusche, Bodenbelag, du hast die Wahl. Mehr Infos auf www.wownung.de. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand.
Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Entdecken Sie Rosaxan, wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosaxan. In Rosaxan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Nach einem verregneten Dienstag dürfen wir uns morgen auf einen recht sonnigen Mittwoch freuen. Das Quecksilber klettert dann schon mal wieder bis auf 25 Grad. Am Donnerstag wird es hochsommerlich warm. Die Temperaturen kratzen an der 30-Grad-Marke. Auch in den Freitag starten wir mit viel Sonnenschein und sommerlichen 25 Grad. Am Nachmittag ziehen dicke Wolken ins Sendegebiet. Es kommt zu örtlichen Gewittern und Niederschlägen. Der Samstag wird dann deutlich kühler. Die Tageshöchstwerte bewegen sich unterhalb der 20-Grad-Marke. Bei einem Sonne-Wolken-Mix kann es gelegentlich regnen. Das war Tag aktuell vom Dienstag. Morgen gibt es natürlich wieder eine neue Ausgabe und wir hoffen, Sie sind wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss.